Willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 2. Beim letzten Mal, da haben wir dann erfahren, wie der König gestorben ist und dass wir deswegen angeklagt wurden, weil wir wohl anscheinend der einzige Verdächtige sind und so. Und ja, jetzt müssen wir wohl Watch davon überzeugen, uns zu helfen. Was sagen wir denn mal hier? Du bist doch der Anführer der blauen Streifen, verdammt. Tu was. Der Mörder läuft frei durch die Gegend und mit jeder Stunde ist er schwieriger zu fassen. Die Geschichte vom Mördermönch überzeugt mich nicht. Ich sagte nicht, dass er ein Mönch war, sondern dass er einen Habit trug. Ich sah ihn in einem Boot mit einem Trupp Skoyatel wegfahren. Ah, er hat den Schluss überlebt. Würdest du ihn wiedererkennen? Aber ja, er ist der größte Fleischberg, den ich je gesehen habe. Hässlich ist er. Was würdest du tun, wenn dir die Flucht gelänge? Ich denke das hier. Ich würde mir gern den Königsmörder schnappen. Wo willst du ihn denn finden? Ein paar Skoyatel haben ihm bei der Flucht geholfen. Da fange ich an. Vielleicht kennst du dieses gewisse Elfengrüppchen sogar. Wie sollte ich? Sie trugen Masken mit blauen Streifen. Trophäen, nehme ich an. Jorvetz, Leute. Wo ich die finde, weiß ich. Jetzt haben wir doch eine Spur. Ja, cool. Nochmal von vorne. Und diesmal ganz ruhig. Gib mir was zu trinken. Nun, warum nicht? Ja, was zu trinken ist immer gut. Wes! Bring was zu trinken. Jo. Warum eigentlich nicht gleich so? Selbst schuld, Geralt. Dein Schicksal liegt in deiner Hand. Danke. Ja, sie sagt nichts. Ja, guten Appetit, ne? Ey, erst schenkt er sich selbst was ein, das ist ja ein bisschen... Na egal. Ich wusste nicht, dass auch Frauen in den Spezialverbänden dienen. Wes gehört zu meinen besten Leuten. Wo hat sie die blauen Streifen her? Ich habe sie aus den Fängen der Skoyatel befreit. Sie war 16, als sie ihr Dorf niederbrannten und die Einwohner abschlachteten. Der Anführer fand Gefallen an ihr. Darum lebt sie noch. Okay. Eins noch. Die Akte eines gewissen Geralt von Riva. Das sind wir doch. Über Foltests Tod? Eher über Geralts Tod. Hä? Ein Bericht über Ereignisse vor 5 Jahren. Wie kann das denn sein? Bin ich aber gespannt. Riva, eine Stadt mit 1234 Einwohnern. 253 davon sind Anderlinge. Am 25. September 1268 gibt es ein Pogrom, ein Massaker. Oha. In den Straßen fließt Blut von Elfen und Zwergen in Strömen. Eine einzige Person stellt sich dem rasenden Mob entgegen. Total. 76 Anderlinge werden ermordet. Darunter auch der Hexer Geralt von Riva. Wer hätte das gedacht? Eine Mistgabel erstochen wird. Vom Mörder ist lediglich bekannt, dass er Rob heißt und 3 Kronen Schulden in einem nahen Wirtshaus hat. Jennifer von Wengerberg stirbt, als sie den Hexer retten will. Die Leichen von Geralt und der Zauberin schafft eine junge Frau mit aschgrauem Haar weg. Es ist nicht bekannt, wo die beiden begraben sind. Wer ist diese Jennifer? Ich erinnere mich. Riva. Jennifer. Was ist mit dir? Ich habe das gesehen. Ich habe meinen Tod gesehen. Dein Gedächtnis kehrt zurück? Ich erinnere mich nur daran. Nur an das Ende. Oh, sehr interessant war das Video. Fandet ihr auch? Wes! Also ist Geralt wohl tot, oder wie?
Verhör beendet. Fessle ihn. Sehr mysteriös. Den Schlüssel. Morgen segeln wir los. Die Wache holt dich in 5 Minuten. Okay. Is. Kannst es brauchen. Ja, raffiniert. Es ist Watch doch auf unserer Seite. Oder er vertraut uns, besser gesagt, wenn es einen Schlüssel gibt. Noch gestern haben sie ihn als Helden auf Händen getragen. Kein Wunder. Ich war Zeuge, wie er im Handumdrehen an die 20 Recken erschlug. Im Schlachtgetümmel auf den Mauern pfiff sein Schwert so schnell. Ich konnte es kaum sehen. Als die Bestie kam, war ich sicher, dass sie ihn in Stücke reißt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Morgen wird er ja gevierteilt. Ah, das Ganze ist also ein Tag her. Vielleicht sollten wir ihm selbst eine Lektion für Volltests Tod erteilen. Okay. Provozieren Sache. Wir mal. Komm doch mal her, guter Mann. Was soll das Geschrei? Willst du, dass wir dir das Maul stopfen? Ohne dieses Gitter würdest du die Klappe nicht so aufreißen. Ach, wollen wir doch mal sehen. Okay, jetzt müssen wir den irgendwie wahrscheinlich verprügeln. Bin mal gespannt. Ey, cool. Ich dresch dir das Gekröse aus dem Balk. Wie soll ich das jetzt machen, bitte? Ach so, Entschuldigung, ich hab grad... Okay. Ach so, wir müssen... Ach so, okay. Fuck, fuck. Ich bin schlecht gerade. Okay. Ah. Ist gerade nicht so einfach. Und jetzt? Okay. Oh. Ja, geil. Gut gemacht. Können wir die ausnehmen? Wir haben da bestimmt Zeug dabei. Ey, ich würde das... Ah ja, genau, das wollte ich mich gerade. Gefängnisschlüssel. Ach, was mich interessiert. Haben wir noch unser Inventar? Nein. Ist alles weg. Jo. Ist natürlich jetzt was blöd. Ja. Gehen wir mal hier raus. Endlich Freiheit. Was war da gerade? Oder war das die Tür? Ja, geil, wir sind also draußen. Okay. Hier. Was gibt's denn hier alles? Hier sind wir auf jeden Fall neben einer Streckbank. Da ist nur die Tür. Wir müssen wohl hier entlang. Verdammte Fackeln. Sie werden mich verraten. Wie jetzt bist du im Schleichmodus, beide illuminierte Bereiche. Du kannst Wachen betäuben, den du dich anschleichst und dann... Ah ja, okay. Schleichmodus. Cool. Ich mach mal das Licht aus, dann können die uns vielleicht nicht so schnell sehen. Und ich speichere mal ab und das geht nicht. Was war das? Ey, wie geht denn das jetzt hier? Hallo? Ey! Ich würde den gerne verprügeln. Verdammte Hacke! Ah. Ein Schlag und wir sind schon down, ey. Das ist ja ein bisschen scheiße. Oh, bitte nicht, dass das wie in der letzten Folge wird. Mit dem Drachen, also ernsthaft. Das war so scheiße. Ah, ihr habt's ja gesehen. Mann, Mann, Mann. Aber sehr interessant, das Video von eben. Diese Zwischensequenz mit Geralt von Riva. Naja. Sind wir wieder hier.
Hier mal raus. Ja, ich würde das gerne. Ach, wir haben noch nicht den Schlüssel aufgehoben, oder wie? Oder doch, den haben wir doch, oder? Wartet mal kurz. Ja, doch, den haben wir. Ah, wartet mal. Hier war doch gerade was zum Aufsammeln. Habe ich jetzt aber gerade nochmal gesehen, oder? Ah, anscheinend doch nicht. Obwohl, hier war aber gerade was. Ja, durchsuchen. Ah, Rune des Mondes, Lederhandschuhe, kleiner Knüppel, Katze. Ach, cool. Direkt meine Waffe. Ja, hier. Was haben wir sonst? Das war doch hier, genau. Handschuhe, ein bisschen Rüstung. Handwerkzutat auf eine Aufwertung des Schwertes. Können wir das... Schwertaufwertung, ja, wir haben nur kein Schwert im Moment. Aber immerhin, wir haben jetzt eine Waffe, einen Knüppel. Auch schon mal ganz nett. Können wir hier noch irgendwas aufheben? Nö, wir können ja aber was runterwerfen, das ist auch gut. Haben wir eigentlich noch die Zeichen? Ja, wir haben noch die Zeichen. Dann nehmen wir mal Igni erstmal. Hier war doch gerade wieder was, oder? Nee, das ist nur die Tür, okay. Cool. Verdammte Fackeln. Sie werden mich verraten. Ich muss Lilly schon... Ich würde gern zurück. Was war das? Junge, ich würde hier gern zurück. Okay, wir können ihn ja irgendwie so... Ja, geil. Das hat doch wunderbar geklappt. Ja, durchsuchen will ich ihn auch noch. Fesseln und Ketten. Okay. Wartet mal, wir machen mal das Licht aus. Hier genauso. Gott. Obwohl, wartet mal. Man kann ja hier alles durchsuchen, oder? Weil dann würde ich ganz gerne nochmal hier gucken. Ah, da ist ein Typ drin. Ob es nicht irgendwas hier noch gibt zum Holen. Na, doch nicht. Ja, cool. Was symbolisiert das Zeichen da? Machen wir mal Licht hier aus. Okay. Ah ja, cool. Ja. Na, ich würde gern hier hinter, du. Bist so ein Idiot, Geralt. Hallo? Oh, wie war... Oh, was zur Hölle? Wie geil war das denn gerade? Hey! Das wirst du büßen! Sind hier noch mehr von denen? Ich hoffe mal nicht. Okay, der hat nochmal Fesseln dabei. Ah nein, das wollte ich ausmachen. Was war denn noch ein anderer? Fleisch gibt's, hat der Koch gesagt. Mieser, verlogener Furzklemmer. Ah, super. Okay, wir klemmen wieder. Also wir stecken das Schwert wieder ein, meine ich. Ja. Okay, die Wachtel pennt. Dann wollen wir mal sehen. Bisschen auf. Das Ohrens. Darf nicht wahr sein. Ich erwürg den Kackarsch, Grünschnabel. Du hattest doch eine Karte mit, vom Gefängnis. Sonst gibt's Bambule. Nicht aus. Und ich der neue verpisst sich. Ey, was für ein Arschloch. Was, denn, hört ihr nicht? Was war das? Ach, verdammt, jetzt hab ich hier... Oh, wo warte mal. Nein, ey. Was war das? Hallo, ich würde den gern mal... Hier, genau. Okay. Alter. Hallo. Ja, genau. Finishing Move, Junge. Ey. Ja, geil. Wir haben ein paar Wachen ausgeschaltet. Die würde ich aber gerne noch durchsuchen. Ah ja, hier Schlüssel zum oberen Kerker. Ah, cool. Ah, da ist ja auch noch was. Amethyststaub. Ja, würde ich gerne aufheben. Ich frage mich, was das jetzt gebracht hat, eben die ganzen Sachen aufzuheben. Diamantstaub und so hatten wir ja. Was hat das denn gebracht? Oder war das einfach nur Tutorial-mäßig? Das würde mich ja doch mal interessieren. Weil die Sachen sind ja weg. Oder können wir die jetzt wiederbekommen? Auf jeden Fall noch ein bisschen Zeugs. Licht aus, bitte.
Marianerlicht aus und guck nochmal hier, ob was ist. Ah, da ist doch noch was. Noch ein paar Orens. Ist ja ganz praktisch. Und ja, wir müssen wohl hier weiter. Okay, Videosequenz oder was ist los? Ja. Hol mich raus, bitte. Ich flehe dich an. Lass mich hier raus. Wenn du mir nicht hilfst, schreie ich dir die Garnison an den Hals. Ah, mehrere Wachen, also zwei besser gesagt. Jetzt bin ich aber gespannt, wer da gefangen wird. Ach so, ich glaube, das spielt gar keine Rolle. Wir müssen... Ah doch, spielt doch eine Rolle. Ach, das ist doch der Typ, dieser Sohn von der Baronin, oder? Ah, der Typ ist das. Also glaube ich jedenfalls. Ach, wir müssen mit dem zusammen jetzt ankommen. Das ist ja cool. Ruhig, Eier. Du, was machst du denn hier? Ja. Dasselbe wie du. Wieso haben sie dich eingekerkert? Angeblich habe ich Foltest ermordet. Schade. Dann kann ich ihn nicht mehr ermorden. Weißt du etwas von meiner Mutter? Hat Foltest ihr etwas angetan? Ja. Ja, ich würde gerne drücken. Foltest hat den blauen Streifen befohlen, sie zu bewachen wie den größten Schatz. Bastard. Sie zu diesen Hunden zu stecken. Sie sollte von Nobleren beschützt werden. Einem Baron wenigstens. Wir sollten allmählich überlegen, wie wir unsere Haut retten. Würde ich auch behaupten. An meiner Ehre liegt mir mehr als an meiner Haut. Was hast du vor? Das ist meine Sache. Kämpfen wir uns zum Öllager durch. Da ist ein Ausgang. Hilf mir. Ich habe keine Kraft. Okay. Eva war ein Verbündeten. Ich warte hier. Komm zurück, wenn du den Weg freigemacht hast. Okay. Jetzt haben wir also den Typen als Verbündeten. Es hat auch seine Ausnahme. Wir hätten ihn ja auch töten können, glaube ich. Seht ihr? Und jetzt lebt er noch. Die Lampe stört ein bisschen, egal. Also was gut, dass wir ihn am Leben gelassen haben. Und das Spiel hat gespeichert. Ja, noch 2 Minuten mache ich hier Aufnahme und so. Und dann muss ich aber auch aufhören. Oh, runter. Ey, dass er uns nicht sieht. Sieht, meine ich. Oder sieht er uns doch. Ey, wir stehen so offensichtlich hier. Das ist so hohl von dem Typ. Aber okay, hier. Umso besser für uns. Und ich sollte erstmal, genau. Und jetzt Licht ausmachen. Durchsuchen wir ihn mal. Fesseln hat er nur dabei. Licht aus, bitte. Was? Oh, was ist denn da? Ach so. Land, in dem ein Kaiser herrscht. Ja, ja. Jetzt in die Fresse. So. Machen wir mal Licht aus. Okay. Wollen wir durchgucken. Bringt uns jetzt aber nicht so viel. Gibt's denn hier irgendwas was zum Aufsammeln? Ich glaub nicht. Oder? Ja, doch, hier. Leder und Eisenerz. Kann man den nicht durchsuchen? Dann wie nicht. Okay. Ah, Moment. Ich mache hier noch das Licht aus. Ist mir dann doch lieber. Gut. Aber ich denke, hier geht es dann erst in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Ciao.